GTA Rambo kocht fast ein Gericht. Heute Fleischsalat. Die Zutaten. Ihr braucht eigentlich nur drei Zutaten. Und zwar ist das einmal Fleischkäse oder ihr könnt natürlich auch Lioner nehmen oder Fleischwurst, wobei ja Lioner und Fleischwurst eigentlich das gleiche sind. Und dann braucht ihr Essiggurken. Es ist wichtig, dass es die dicken Fassgurken sind. Und dann braucht ihr noch eine 80%ige Mayonnaise. Ich würde zuerst die Gurken abwiegen, weil die nachher noch ausgepresst werden müssen, damit das komplette Wasser quasi aus den Gurken rausgeht. Und somit könnt ihr dann das Gewicht im ausgepressten Zustand ermitteln und darauf dann euer Wurst bzw. eure Mayonnaise abstimmen. Ihr könnt ja die Gurken mal grob wiegen und dann müsst ihr die Gurken auf jeden Fall klein schneiden, in Streifen und dann in ganz feine Streifen schneiden. Und dann ist wichtig, die Gurke auszupressen. Und dann könnt ihr das exakte Gewicht ermitteln. Außerdem müsst ihr die Wurst auch noch in feine Streifen schneiden. Das Wichtigste bei diesem Rezept ist, dass alle drei Zutaten das gleiche Gewicht haben. Also alle drei Zutaten müssen gleich schwer sein. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr die Wurst und die Gurken und natürlich die Mayonnaise immer im gleichen Verhältnis, also gleich schwer, in eine Schüssel geben und dann alles gut verrühren. Dann habt ihr einen Fleischsalat wie vom Metzger. Über einen Kommentar und natürlich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Euer GTA Rambo. Lasst es euch schmecken.